Hallo und herzlich willkommen zu Star Wars The Republic, Teil 2 unserer Gefährtenseelsorge. Wie versprochen, sind wir wieder hier. Ich habe es ja, wir haben ja letztes Mal nach Jorgen bereits aufgehört, weil es doch ein bisschen umfangreicher war, als ich es überhaupt erwartet habe. Und heute stehen die restlichen 4 Gefährten an und ich glaube, das wird uns dann insgesamt nicht mehr allzu lange Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich möchte gar nicht zu hoffnungsvoll bzw. zu spekulativ werden, denn ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe die Gefährten-Stories des Soldaten, glaube ich, einmal gemacht, wie beim Hauptsoldaten vor 6 Jahren. Keine Ahnung, wie lange das dauert, wir werden es rausfinden. Mal schauen, wie lange wir heute beschäftigt sind. Beginnen tun wir heute mit Alara Dorn, unserer zweiten, die sich uns auf Taris damals angeschlossen hat. Mal schauen, was sie alles zu erzählen hat mit ihrer imperialen Vorgeschichte. Viel Spaß! Meine Ausrüstung und persönlichen Gegenstände wurden gemäß Transportvorschrift Abschnitt 2 verstaut. Wenn ich mich wiederholen darf, es ist mir eine Ehre, für den Chaostrupp ausgewählt worden zu sein. Ich bin froh, euch im Team zu haben, Dorn. Ich danke euch vielmals. Ich werde mir sämtliche relevanten Akten und Aufklärungsberichte für unseren nächsten Einsatz ansehen und einprägen. Wenn mir Ungereimtheiten auffallen oder ich glaube, dass ich noch etwas hinzufügen kann, werde ich einen vollständigen Bericht 587b verfassen. Sicher, der alte 587b. Klingt gut, Dorn. Vielen Dank. Ich fahre dann mit der Prüfung fort. Entschuldigt bitte, kann ich einen Moment eure Aufmerksamkeit beanspruchen? Für euch habe ich immer Zeit, Elara. Danke, Sir. Mein Dienst in der republikanischen Armee ist daran gebunden, dass ich die Personalabteilung regelmäßig über meine Aktivitäten unterrichte. Meine Missionen beim Chaostrupp sind jedoch geheim und dürfen der Personalabteilung nicht enthüllt werden. Ich möchte euch bitten, für mich zu bürgen, wenn ich Bericht erstatte. Ich helfe euch gerne. Vielen Dank. Wir sollten die sichere Verbindung des Schiffs verwenden. Captain Kalor, hier Alara Dorn, Personalnummer 22795. Ich melde mich gemäß Verordnung 449. Bitte, Elara, ihr müsst mir das nicht jedes Mal runterbeten. Ich weiß, wer ihr seid. Wie läuft es? Ganz gut, Sir. Erlaubt mir, euch den Kommandanten des Chaostrupps vorzustellen, mein neuer Vorgesetzter. Sir, das ist Captain Kalor von der Personalabteilung. Ich glaube nicht, dass Dorn ihre Loyalität noch weiter beweisen muss. Oh, wir sind alle stolz auf Elara. Das ist reine Routine. Erzählt mir von eurem Dienst im Elitetrupp der Republik, Elara. Ihr habt sicher viel zu tun. Tut mir leid, Captain, aber ihr seid nicht autorisiert, von den Aktivitäten des Chaostrupps zu erfahren. Mein Kommandant wird fortan für mich bürgen müssen. Wie bitte? Elara, ich will nicht zu streng werden, aber Regeln sind nun mal Regeln. Dieser streng geheim Unfug zieht da nicht. Es ist, wie es ist, Captain. Sprecht mit General Garza, wenn es euch nicht passt. Das werde ich wohl müssen. Diese Situation ist inakzeptabel. Macht einfach euren Dienst, Elara. Wir setzen unser Gespräch fort, wenn ich mit meinen Vorgesetzten geredet habe. Kalor, Ende. Ich hätte nicht gedacht, dass er dermaßen verärgert reagieren würde. Er hat doch nicht etwa erwartet, dass ich ihm streng geheime Informationen zukommen lasse. Glaubt ihr, dass Kalor die benötigte Sicherheitsfreigabe bekommen wird? Ich weiß es nicht. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich noch um etliche Dinge kümmern. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Nach unserem Gespräch mit Captain Kalor war ich unnötig schroff zu euch. Ihr wart mir eine große Hilfe. Leider habe ich da schon ganz andere Erfahrungen mit republikanischem Personal gemacht, seit ich übergelaufen bin. Es muss schwierig sein, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die einem nicht trauen. Ich habe ja durchaus mit einigen Vorbehalten gerechnet, aber nicht in dem Maße, wie ich sie erleben musste. Die Leute misstrauen mir, sobald sie mich reden hören. Das liegt wohl an meinem Ton. Und wenn ich nicht als Spionin verdächtigt werde, werde ich als Informationsquelle missbraucht und über die imperiale Kultur, Militärprotokolle und wichtige Persönlichkeiten ausgehorcht. Einfach ermüdend. Bereut ihr es etwa, übergelaufen zu sein? Natürlich nicht. Tut mir leid, ich sollte mich von solchen Dingen nicht so mitnehmen lassen. Misstrauen und Unbehagen sind ein kleiner Preis für ein reines Gewissen. Mir tut es nicht im geringsten leid, zur Republik übergelaufen zu sein. Trotz meiner Vergangenheit durfte ich dem Militär beitreten, Auszeichnungen sammeln und im Elitetrupp der Republik dienen. Ich kann mich glücklich schätzen. Was hat euch überhaupt dazu bewogen, die Seite zu wechseln? Lasst uns später darüber reden. Ich habe genug eurer Zeit beansprucht. Ausweichen? Wenn das Kalor wüsste. Was ich davon halten soll, Lara? Verzeihung.
Darf ich euch eine persönliche Frage stellen? Ach, jetzt es plötzlich. Es geht um die abtrünnigen Ex-Mitglieder des Chaos-Trupps. Wie war es, als euer Kommandant und eure Kameraden sich dem Feind angeschlossen haben? Wie habt ihr euch gefühlt? Es tat weh, mit ansehen zu müssen, wie gute Soldaten einfach alles wegwerfen, für das sie einst gekämpft haben. Ich kann... kurz. Bla 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 bla. Ja, das hat man gerade schon. Wütend wär's eher, weil ich ja das Imperium hasse. Ich hätte sie mit bloßen Händen erledigt, wenn ich es gekonnt hätte. Eine verständliche Reaktion. Ich habe mich immer gefragt, wie meine Familie wohl auf die Nachricht reagiert hat, dass ich übergelaufen bin. Es war sicher nicht leicht für sie. Eure Familie gehört noch immer zum Imperium? Oh ja. Die Dorns sind stolz auf ihre Verdienste am Imperium. Die Mitglieder der Dorn-Familie machen sich schon seit Generationen einen Namen in der imperialen Armee. Das ist eine wichtige Familientradition. Es ist nicht leicht, sich einen Namen im Imperium zu machen, wenn man nicht empfänglich für die Macht ist. Meine Familie hat es geschafft. Hoffentlich geht es ihnen gut. Ihr habt das Imperium verraten. Möglicherweise musste eure Familie den Preis dafür zahlen. Sie stehen jetzt sicher unter Beobachtung, so wie ich auch. Aber ich bezweifle, dass sie exekutiert wurden. Das Imperium mag grausam sein, aber es ist nicht so irrational, wie ihr annehmt. Ich überlege schon die ganze Zeit jetzt, ob wir mit ihr flirten sollen. Also noch hatten wir bis jetzt nur einmal die Option, aber ob wir es tun sollen. Weil eigentlich hasse ich ja das Imperium und kann jetzt mein Charakter quasi ausblenden, dass sie mal eine Imperiale war. Oder ist es dann am Ende eigentlich poetisch, dass er, der das Imperium hasst, sich in jemanden verliebt, der das Imperium verraten hat. Ich glaube, ich gehe eher mal auf die zweite Richtung, vor allem weil man als männlicher Soldat ja eh nur mit ihr quasi flirten kann. Und dann nehmen wir die Option einfach mit. Warum nicht? Also, man kann ja nicht gleichgeschlechtlich in der 1.0-Version flirten. Das heißt, die anderen sind eh raus. Also, Jorgen wäre dann wahrscheinlich die einzige. Jorgen wäre halt wirklich die geilste Option gewesen, weil er halt auch ein Cuther ist. Also, es hätte irgendwie cool gepasst. Aber gut, so haben wir uns halt zumindest auf der Spezies-Ebene ein bisschen besser kennengelernt bei Jorgen. Auch wenn das leider keine richtige Rolle gespielt hat, weil Cuther, glaube ich, auch erst rauskam, als das Spiel schon draußen war. Ich glaube, das war auch eine der erweiterten Spezies später. Deswegen gibt es da noch keinen Bezug zu. Beim Imperium beispielsweise gibt es auf Chiss manchmal ein paar Bezüge, wenn du einen Chiss spielst. Ihr habt eine recht beeindruckende Karriere hinter euch, wenn ich das anmerken darf. Ihr kommandiert den elitärsten Trupp der gesamten Republik. Ihr müsst stolz auf euch sein. Der Dienst im Chaos-Trupp ist die bislang größte Ehrung in meiner Karriere. Ich erinnere mich noch an den Tag, als ich mich einschrieb und für die medizinische Laufbahn qualifizierte. Mein Bruder Alexei qualifizierte sich am selben Tag für die technische Laufbahn. Wir waren beide stolz, endlich der imperialen Armee zu dienen. Mein Bruder machte schnell Karriere, aber ich wurde mit der Zeit immer desillusionierter. Gehört Alexei noch zur imperialen Armee? Soweit ich weiß, ja. Wenn er die Dinge nur so gesehen hätte wie ich. Die imperiale Armee sollte für Ehre und Disziplin stehen. Aber meine Vorgesetzten warfen diese Prinzipien über Bord, sobald ein Sith es von ihnen verlangte. Mir wurde immer eingetrichtert, dass die Republik aus völkermordenden Heuchlern bestünde. Aber sämtliche Gewalttätigkeiten wurden immer nur von meinen Kameraden ausgeübt. Es war sicher nicht leicht, die Wahrheit auf diese Art zu erfahren. Schwierige Wahrheiten waren mir schon immer lieber als leichte Lügen. Ich habe meine Bedenken mit meinen Vorgesetzten besprochen, aber sie zweifelten an meinem Verstand. Kurz darauf hätte ich sicher Befehle entgegen meines Gewissens befolgen müssen, um meine Loyalität zu beweisen. Also entschied ich mich zum Überlaufen. Ihr habt hoffentlich ein paar Imperiale auf eurer Flucht ausgeschaltet. Ich hielt es für das Beste, einfach unauffällig während der Nachtpatrouille zu verschwinden. Ich habe mich der ersten republikanischen Patrouille gestellt, deren Weg ich kreuzte, und meine Überlaufabsichten erklärt. Das ist nun schon über 3 Jahre her. 3 Jahre erst? Schon merkwürdig, wie lange es bereits her ist. Die Republik ist mir wirklich zur Heimat geworden. Das ist doch schön, Lara. Freut mich. Ich muss dringend mit euch sprechen. Ich habe eine ungewöhnliche Holo-Nachricht empfangen, die imperiale Signalcodes aufzuweisen scheint. Ich habe sie mir noch nicht angesehen. Ich wollte, dass ihr dabei seid, um mich zu beaufsichtigen und zu bestätigen, dass ich nicht in geheime Kommunikation mit imperialem Personal verwickelt bin. Wir sollten uns das schleunigst ansehen. Verstanden. Die Nachricht wird sofort geladen. Elara, ich bin es. Alexei, ich hoffe, dir geht es gut. Ist schon eine Weile her. Alexei? Die Nachricht ist von meinem Bruder. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Das muss sicher schwer für euch sein. Es ist vor allem überraschend. Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, sein Gesicht je wiederzusehen. Tut mir leid, dass ich dich auf diese Art kontaktiere. Aber ich brauche deine Hilfe. Meine Männer und ich, wir sind so gut wie tot. Wir sitzen auf Nar Shaddaa fest. Wir haben uns in eine Angelegenheit der Hutten eingemischt und wurden dabei erwischt. Wir haben einfach ihre Sicherheitsvorkehrungen unterschätzt. Diese Hutten sind Verbündete des Imperiums, Ilara. Es gibt kein Rettungsteam. Man wird uns verleugnen und dem Tod überlassen. Bitte, du bist meine einzige Hoffnung. Woher sollen wir wissen, dass uns Alexei nicht in eine Falle lockt? Wir sollten vorsichtig sein. Aber ich glaube nicht, dass mein Bruder uns anlügen würde. Ich glaube, dass ich ihn für unsere Seite gewinnen kann. Ich kenne meinen Bruder besser als jeder andere. Ich kann ihn überreden, überzulaufen. Vielleicht ist es am besten, wenn ich mich allein darum kümmere. Alexei wird leichter zu überzeugen sein, wenn er sich nicht in der Unterzahl wähnt. Wenn euer Bruder nicht überlaufen will, werdet ihr ihn als Gefangenen zurückbringen. Verstanden? Jawohl. Die Koordinaten werden am Ende der Nachricht durchgegeben. Ich bereite meine Ausrüstung für die Such- und Rettungsaktion vor. Die Operation war ein voller Erfolg. Gemäß Vorschrift 23 der Richtlinien im Umgang mit dem Feind ist Alexei offiziell zur Galaktischen Republik übergelaufen. In Anbetracht der Umstände hatten wir nicht viel Zeit, uns zu unterhalten, aber ich habe meinen Bruder zurück. Wen schaut sie an? Dass ihr mir erlaubt habt, ihm zu helfen. Seid ihr euch sicher, dass es sich nicht um einen Trick des Imperiums handelt? Ich bin mir ziemlich sicher. Mein Bruder hält uns nicht zum Narren. Hoffentlich erlaubt mir die Personalabteilung den Kontakt zu Alexei. Ich glaube, sie braucht eine Brille. Natürlich nicht privat. Und lässt mich ihm beim Überlaufen helfen. Hallo, hier bin ich. Hallo, hier ist die Kamera. Ich sollte ihm einige Notizen schreiben. Habt nochmals Dank. Ja, okay. Wen auch immer sie gerade gedankt hat. Mir nicht. Es tut mir leid, dass ich euch belästigen muss, aber ich habe eine besorgniserregende Nachricht von Captain Kalor bekommen, meinem vorgesetzten Offizier aus der Personalabteilung. Ich soll ihn augenblicklich kontaktieren. Ich hatte gehofft, dass ihr bei der Unterredung anwesend sein könntet. Ich sollte ein paar Minuten erübrigen können. Ich danke euch sehr. Dann werde ich ihn jetzt per Holo kontaktieren. Captain Kalor, hier Ilara Dorn. Personalnummer 22795. Ich melde mich wie befohlen. Immer der gleiche Sermon. Jedes Mal. Tja, also gut. Danke, dass ihr euch meldet, Ilara. Es geht um die Sache mit eurem Bruder. Ihr habt sicher gute Arbeit geleistet, aber es werden Gerüchte laut, dass ihr mehr wisst, als ihr zugebt. Der Chaos-Trupp hat keine Zeit für eure sinnlosen Anschuldigungen. Es tut mir leid, dass meine Arbeit euch sinnlos erscheint, aber es ist meine Arbeit. Ilara, wenn ihr Informationen habt, die ihr mir mitteilen möchtet, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Ich weiß das Angebot zu schätzen, aber ich habe keine weiteren Informationen, die für euch von Bedeutung wären. Also gut. Ich habe noch Arbeit. Kalor, Ende. Er will immer noch mehr. Nach allem, was ich getan habe. Was muss ich denn noch tun, um mich zu beweisen? Er kann uns nichts anhaben, Ilara. Vergesst ihn. Ich hoffe, ihr habt recht. Gehen wir einfach wieder an die Arbeit. Ich konzentriere mich erst einmal wieder auf andere Dinge. Entschuldigt, ich brauche eure Erlaubnis, um Ausrüstung für mein Medikit anfordern zu können. Ich habe die Sachen nach Wichtigkeit geordnet. Alles ist mit unserem Anteil laut Versorgungsvorschrift 18 vereinbar. Aber die Einträge weiter unten auf der Liste können gegebenenfalls warten. Ihr sollt doch mein hübsches Gesicht auf Vordermann halten können. Danke, Sir. Eure Gesichtszüge sind tatsächlich würdig, erhalten zu werden. Gebt es zu, Dorn. Mir könnt ihr nicht widerstehen. Ganz so weit würde ich nicht gehen, Sir. Ich sollte jetzt diese Anforderung abschicken. Kann man überhaupt mit ihr flirten? Das ist doch die interessante Frage. Ich habe immer noch Bedenken wegen Captain Kalor und seiner Anschuldigungen. Wenn die Personalabteilung denkt, dass ich Informationen über das Imperium zurückhalte, kann sie mich weiterhin über Sicherheitsverordnung 15 belästigen. Ich glaube, wenn Männer wie Kalor tun könnten, was sie wollen, würde ich schon in einer Zelle sitzen und bis ans Ende meiner Tage jede Einzelheit der imperialen Kultur rezitieren. Informationen aus erster Hand können viele Leben retten. Das stimmt, aber ich würde lieber für unsere Sache arbeiten, als willkürlich Informationen zu streuen. Und dennoch habt ihr recht, selbst wenn es zu einem solchen Ende käme, würde ich immer noch der Republik dienen. Das wird vielleicht nie geschehen, Dorn. Macht euch keine Sorgen. Das ist wohl wahr.
Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mich anzuhören. Es ist gut, jemanden zum Reden zu haben. Es ist mir immer ein Vergnügen, Zeit mit euch zu verbringen, Ilara. Danke. Ihr seid sehr rücksichtsvoll. Könnte ich euch kurz unter vier Augen sprechen? Ich möchte nur, dass ihr wisst, dass ihr mir viel bedeutet. Ihr habt mir weitaus mehr geholfen als irgendjemand sonst. Und aus diesem Grund bin ich gezwungen, euch zu fragen, ob ihr ähnlich empfindet wie ich. Das ging jetzt aber schnell. Mal sehen, ob ihr es erraten könnt. Das war aber ein schneller Kuss. Ja, ich habe den Eindruck, dass ich euch nicht völlig gleichgültig bin. Es ist nur... Personalverordnung Abschnitt 2 verbietet romantische Verhältnisse innerhalb des Personals, besonders bei vorgesetzten Offizieren. Ich würde gern mehr Zeit mit euch verbringen, aber ich möchte die Arbeit des Trupps nicht negativ beeinflussen. Das könnte ein riskanter Zug sein. Andererseits, Personalverordnung Abschnitt 1 sieht gemeinsam verbrachte Zeit als dienlich an. Der Einfluss interpersonaler Kompatibilität auf die Leistung der Einheit wird ausdrücklich als positiv betrachtet. Wir sollten wohl wieder zur Tagesordnung übergehen, aber ich denke, das ist die richtige Entscheidung. Sir, wenn ihr vielleicht einen Augenblick Zeit hättet? Ja, mein Gott, wie oft wollt ihr euch denn jetzt noch schmutzen? Schmutzen? Habe ich gerade schmutzen gesagt? Ja, scheiße, meine Knutschen. Ich möchte euch nur wissen lassen, wie glücklich ich bin. Seid ihr auch Schmatzer geben! Was? Ich will mehr. Küsse im Gang genügen mir nicht, Ilara. Es bedeutet euch wirklich mehr als das? Ich sehe es als Kameradschaft, als Unterstützung, als Zugehörigkeit. Seit ich zur Republik kam, habe ich mir nicht die Zeit für persönliche Beziehungen genommen. Bis jetzt. Wenn ich bei euch bin, bin ich weder Deserteur noch Geheiminformant. Ich kann einfach ich selbst sein. Wie wär's mal mit einer freizügigen Krankenschwester oder einer Küchensklave? Oder der Botschafterin von Zeltron? Vielleicht besprechen wir das ein andermal, wenn ihr nicht ganz so nachdenklich seid. Das war jetzt aber nicht das, was... Also das habe ich wohl nicht interessiert. Was war das für eine Anmache? Das war ja genial. So, oder mal jemand anderes, also nach dem Motto so, ne, freigeistig oder irgendwas, aber nee, einfach mal hier so Nutte. Also bitte, was soll denn das? Wir haben schon viel zusammen durchgestanden, nicht wahr? Seit ich beim Chaos Club war mein Charakter noch nie. Habe ich mehr Kämpfe gesehen und mehr medizinische Hilfe geleistet als in meiner gesamten Karriere davor. Ich habe sehr viel gelernt. Für den Chaos-Trupp gibt es noch viel Arbeit. Oh ja, viele Gelegenheiten, meine Fähigkeiten noch weiter auszubauen. Ich bin überaus stolz darauf, dem Chaos-Trupp anzugehören. Ich diene der Republik und meine Fähigkeiten als Soldat und Sanitäter werden jeden Tag besser. Und ich muss euch für all das danken. Die meisten Offiziere hätten mir diese Gelegenheit nie gegeben, aber ihr habt es getan. Danke. Ich habe euch wegen eures Aussehens ausgesucht. Eure Fähigkeiten sind nur ein Bonus. Vielleicht habe ich den Posten ja auch nur wegen eures Aussehens angenommen. Oh. Genug geredet. Lasst uns unsere Erfahrung bei der Arbeit anwenden, ja? Welche Arbeit? Sir, es gibt da eine sehr wichtige Angelegenheit, die eurer sofortigen Aufmerksamkeit bedarf. Ich habe zahlreiche Berichte und Personaldokumente entdeckt, die von den anderen Truppmitgliedern nicht aktualisiert wurden. Ich habe die Dokumente auf Datenpads gesammelt. Ich schlage vor, dass die anderen sie außerhalb des Schiffs ausfüllen. Ein Ortswechsel ist sicher ein Anreiz, langweilige Berichte zu vervollständigen. Klingt, als hätten wir das ganze Schiff für uns. Ja, es sieht fast so aus, oder? Bitte entschuldigt mich einen Moment. Also, von seinen vergangenen Berichten zu schließen, wird Jorgen seine Aufgaben am schnellsten erledigen. Ich schätze, mindestens 73 Minuten. Glaubt ihr, dass wir in dieser Zeit eine produktive Beschäftigung finden, Sir? Ich denke, wir sollten aufhören zu reden. Einverstanden, Sir.
Es wäre wohl vermessen zu hoffen, dass der Rest des Trupps bald wieder mit den Berichten hinterherhängt. Müssen wir wieder an die Arbeit gehen? Dawn! Verdammt, wo seid ihr? Ich schätze, unsere Zeit ist erst einmal um. Das war fantastisch. Wir sollten nicht zu lange bis zum nächsten Mal warten. Um die Frage zu beantworten, ja, man kann mit Ich frage mich, ob ihr kürzlich Nachrichten von Captain Kalor erhalten habt. Seit der Sache mit Ridu habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ehrlich gesagt mache ich mir Sorgen. Ich schätze, Kalor hat seinen idiotischen Kreuzzug endlich aufgegeben. Der Mann ist fest entschlossen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er aufgegeben hat. Ich habe versucht, ihn wegen meines Standardeinsatzberichts zu kontaktieren, aber man sagte mir, er wäre wegen eines wichtigen Auftrags nicht im Büro. Ich werde den Verdacht nicht los, dass ich Teil dieses Auftrags bin. Ich will es lieber nicht herausfinden. Ich muss auch ständig an euch denken. Ich hoffe, Kalors Interessen sind nicht dieselben wie eure. Wir haben auch so schon genug zu tun. Ich sollte mir keine Gedanken über Probleme machen, die vielleicht gar keine sind. Genau. Tut mir leid, dass ich euch belästigt habe. Gehen wir wieder an die Arbeit. Ich muss etwas loswerden. Unsere Arbeit ist gefährlich und natürlich ist die Zukunft immer ungewiss. Ihr macht euch aber nicht immer noch Gedanken wegen Kalor, oder? Nein, darum geht es nicht. Ich meine, zumindest nicht wirklich, aber... Nein, ich liebe euch. Wir riskieren jeden Tag unser Leben und ich kann keinen Moment mehr verstreichen lassen, ohne euch zu sagen, wie sehr ich euch liebe. Und ich dachte, ihr wollt mir etwas Unangenehmes sagen. Tut mir leid, ich wollte euch nicht beunruhigen. Ich habe etwas für uns. Eine Menge Nachforschung war nötig und zahlreiche Hologespräche mit sehr einflussreichen Leuten. Formular 3578K autorisiert uns offiziell zu einer gegenseitigen romantischen Beziehung. Ich hatte gehofft, wir könnten es gemeinsam unterzeichnen. Ich mache es gern offiziell. Fantastisch. Nun denn, jetzt, wo das erledigt ist, dachte ich mir, ich meine, wenn ihr Zeit habt. Zeit wofür? Für mich natürlich. Bei den beiden geht's ab. Es gibt so viele Gründe, euch zu lieben. Ich kann mich kaum entscheiden. Treten wir gemeinsam der Galaxis gegenüber. Ich fürchte, ich muss einen kurzen Urlaubsantrag einreichen. Es geht um Kalor. Er versucht, ein Schlupfloch im investigativen Berufungsverfahren unter Abschnitt 4 zu nutzen, um seine Anhörung ohne neuen Grund wieder zu öffnen. Ich denke, es ist Zeit, diesen Abschaum mit dem geräumigeren Ende einer Luftschleuse vertraut zu machen. Das wird nicht notwendig sein. Ich werde Kalor nicht die Zeit lassen, um seine Untersuchung weiter fortzusetzen. Ich gehe nach Coruscant. Ich habe jede Nachricht, jeden Bericht und jeden Ruf aufgezeichnet. Es ist Zeit, Kalors Vorgesetzten zu zeigen, was genau sein Dienst an der Republik erreicht hat. Haut sie um, Elara. Das habe ich vor. Ich kehre so schnell wie möglich zurück. Ich habe den Befehl zu berichten, dass ich, Elara Dawn, Personalnummer 22795, nicht länger als verdächtiges Individuum eingestuft bin. Die Personalabteilung der Armee der Galaktischen Republik hat erklärt, dass ich mit sofortiger Wirkung als vollständig geschützte, legale Bürgerin zu behandeln bin. Das sind tolle Neuigkeiten, Elara. Ich freue mich wirklich sehr für euch. Ohne die Unterstützung von euch allen hätte ich das nicht geschafft. Kalor war völlig überrumpelt. Als ich laut Dienstvorschrift 1 von meinem Recht auf eine direkte persönliche Anhörung Gebrauch gemacht habe, war er sprachlos. Ich habe Aufzeichnungen über jeden Moment seiner sinnlosen Untersuchung präsentiert. Als die Manntage und Ausgaben zusammengerechnet waren, kam man auf Tausende von Credits, die in Kriegszeiten verschwendet wurden. Eine solche Verschwendung in diesen Zeiten grenzt für mich an Verrat. Im Militärrecht gibt es feste Auflagen dafür, wann eine Anklage wegen Verrats für den systematischen Missbrauch von Ressourcen ausgesprochen werden kann. Kalors Summe lag jedoch knapp darunter. Ich kann nicht glauben, dass der Tag endlich gekommen ist. Der Verdacht, die Vorbehalte, die endlosen Fragen, sie waren so lange Teil meines Lebens. Doch jetzt nicht mehr.
Ich bin Bürgerin der Galaktischen Republik. Schön zu sehen, dass alles so gut läuft. Ich danke euch so sehr. Ich war noch nie stolzer, der Republik zu dienen. Kehren wir an die Front zurück. Ich will wieder meine Rolle erfüllen. Braucht ihr nicht noch etwas Zeit, bis sich das alles gesetzt hat? Nein. Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber wäre als im Kampf an der Seite meiner Kameraden der Republik. Ich frage mich, wie das Leben wohl ist, wenn der Krieg endlich zu Ende ist. Ich weiß einfach, dass irgendwann Frieden herrschen wird, aber... Die Galaxis ist groß. Es gibt immer irgendwo Kämpfe. Das stimmt auch wieder. Das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass ihr hier bei mir seid. Was die Zukunft auch bringen mag. Ich will, dass ihr ein Teil meines Lebens seid, was auch kommt. Ich will für immer mit euch zusammen sein. Ist das eure Art zu sagen, dass ihr mich heiraten wollt? Also, zumindest im Imperium ist es Brauch, dass der Mann der Frau den Antrag macht. Aber wenn ich mit euch zusammen sein will und ihr mit mir, wieso machen wir es dann nicht offiziell? Wenn das so ist, Elara Dorn, wollt ihr mich heiraten? Im Ernst? Ich... Oh ja! Oh Gott, oh ja! Es soll richtig offiziell werden. Eine Militärzeremonie, Gala-Uniform. Glaubt ihr, General Garza würde die Trauung vornehmen? Ich bin sicher, wir können sie überreden. Das hoffe ich. Sie hat so eine autoritäre Stimme. Vorerst lasst euch versichern, ich gehöre euch. Jetzt und auf ewig. Das reicht jetzt mit dem Liebesgeflüster. Wir müssen einen Krieg gewinnen. Ja, die Pflicht ruft. Ich liebe euch. Du bist immer noch nicht vorbei, okay. Also, ich will ja nichts überstürzen, aber... Würdet ihr eines Tages gerne Kinder haben? Ich rede natürlich nicht von der näheren Zukunft, aber... Vielleicht eines Tages. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Um ehrlich zu sein, mir war das vorher auch noch nicht in den Sinn gekommen. Ich glaube, ich wäre eine ausgezeichnete Mutter für unsere Kinder. Ich könnte ihnen alles beibringen, Medizin, Biologie, Rechtskunde. Ich könnte ihnen sogar von ihrem tapferen und edlen Vater erzählen, der aus der spießigen Imperialen, die keiner leiden konnte, die glücklichste Frau in der Galaxis gemacht hat. Das klingt nach einer guten Geschichte. Aber so verklemmt seid ihr gar nicht. Nun, ich habe vergessen zu erwähnen, dass dieser Mann auch ungewöhnlich geduldig ist. Und großzügig. Und natürlich gut aussehend. Sehr gut aussehend. Wie ich schon sagte, ich glaube, das ist kein Schritt, den wir allzu bald gehen werden. Aber eines Tages. Sir? Gut, das war Elara. Wir sind jetzt offiziell mit ihr zusammen. Woo! 4X müsste der nächste sein, ne? Ja. Es ist mir ein sehr großes Vergnügen, an Bord Ihres Schiffes zu sein. Was für ein Schiff. Ein BT-7, wenn mich nicht alles täuscht. Das Design ist von Pollard. Ein prächtiges Schiff, ausgezeichnet geeignet für die Besten der Republik. Mit diesem Adler aus Dura-Stahl werden wir bis ins Herz des Imperiums fliegen und den Kampf für die Freiheit auf der Türschwelle des Imperators austragen. Dazu kommen wir noch, sobald wir unsere anderen Aufträge erfüllt haben. Fantastisch. Ich habe alle relevanten Daten geladen. Lassen Sie uns mit unserer edlen Pflicht fortfahren. Erlauben Sie mir, erneut meine Freude darüber auszudrücken, dass ich Ihnen dienen darf. Seit mein Verbohirn zum ersten Mal aktiviert wurde, habe ich mich danach gesehnt, die Feinde der Freiheit direkt zu konfrontieren. Unter Ihrer edlen Führung kann ich endlich die Mission erfüllen, für die mich die unvergleichlichen Wissenschaftler der Republik erschaffen haben. Wer hat dich programmiert, Felix? Meine primären Systeme wurden von einem der größten Wissenschaftler der Republik entwickelt, Dr. Boab Dedun. Dank Dr. Dedun verstehe ich, wie wichtig unser Kampf ist und wie groß die Gefahren, denen wir uns gegenübersehen. Und ich kann umso härter kämpfen. Könntest du mich Dr. Dedun bei Gelegenheit mal vorstellen? Das würde ich liebend gern tun, aber Dr. Deduns Laboratorium ist streng geheim. Nicht einmal ich kenne die genauen Koordinaten. Sollte sich je die Gelegenheit für ein Treffen ergeben, werde ich Sie als erstes informieren.
Es ist großartig zu wissen, dass man außergewöhnlich ist. Ich bin sicher, das Gefühl kennen Sie, Ihrer unglaublichen Dienstakte nachzuurteilen. Meine Programmierung, meine Waffen, meine Panzerung, alles ist auf dem neuesten Stand der Technik. Und mein Energiekern ist ein wahres Wunder. Andere Droiden sehen vielleicht aus wie ich oder besitzen einige meiner Fähigkeiten. Aber keiner von ihnen hat den gleichen Energiekern. Ich bin stolz, so einzigartig zu sein. Woher stammt dein Energiekern überhaupt? Ich weiß nichts über seinen Ursprung. Ich weiß nur, dass er mir die Fähigkeit verleiht, außergewöhnlich zu sein. Das ist durchaus vergleichbar mit dem Chaos-Trupp. Durch eins unterscheiden wir uns von allen anderen Infanterieeinheiten. Durch sie. Ihre weise und tapfere Führung macht den Chaos-Trupp zur besten Militäreinheit der Republik. Sie machen den Chaos-Trupp zu etwas Besonderem. Nett, dass du das sagst, 4X. Indem wir die Stärken unserer Einheit analysieren, können wir sie besser gegen unsere verkommenen Feinde einsetzen. Wenden wir uns wieder dem Kampf zu. Es ist schon zu lange her, seit ich mit ansehen konnte, wie imperiale Soldaten im Dreck landeten, wo sie hingehören. Wo sie hingehören. Wenn Sie einen Augenblick Zeit hätten, ich habe eine Initiative entwickelt, um die Stimmung unter unseren Kampfkameraden zu heben. Wie wir beide wissen, ist der Chaos-Trupp die beste Militäreinheit, die je zusammengestellt wurde. Unsere Erfolge beweisen der Öffentlichkeit, dass der Sieg nahe ist. Leider können wir als Team in einem bestimmten Zeitraum nur begrenzt viele Siege erreichen. Daher würde ich gerne zusätzliche Aufträge in meiner Freizeit annehmen. Was für zusätzliche Aufträge? Ich würde gern mit dem Kommando und dem SED zusammenarbeiten, um zusätzliche Ziele, imperiales Personal, das niemand sonst herausfordern kann, zu finden und sie zu neutralisieren. Bist du sicher, dass es sich dabei um Ziele handelt, mit denen du allein fertig wirst? Natürlich. Mein Erfolg ist eine mathematisch und moralisch gestützte Gewissheit. Laut meinen Berechnungen würde die Moral der republikanischen Truppen sich mit jedem unmöglichen Ziel, das ich neutralisiere, um mehr als 18% erhöhen. Derart unglaubliche Siege würden die verdorbenen Bürger des Imperiums demoralisieren und unsere heldenhaften Kameraden ermutigen. In Ordnung, 4X. Wir versuchen es. Ich werde Sie informieren, sobald ich ein geeignetes Ziel finde. Ich habe ein erstes mögliches Ziel für unsere Moralsteigerungsinitiative gefunden. Einen imperialen Propagandisten, den Sie den Botschafter nennen. Ich habe einige seiner Lügen für Sie zusammengestellt. Meine Freunde, der Botschafter will euch wissen lassen, dass es keinen Grund gibt, in Angst zu leben. Nie sollt ihr euch vor denen verneigen müssen, die minderwertig sind. Das Imperium bietet euch ein sinnerfülltes Leben, in dem ihr euch verwirklichen könnt und wo nur die Führungsstärksten unsere Gesellschaft leiten. Ein Leben voller Bedeutsamkeit. Auf so einen Unsinn wird doch wohl niemand reinfallen. Nicht einmal die imperialen Idioten würden sich die Mühe machen, wenn er nicht wirkungsvoll wäre. Diese Aufzeichnungen werden in der ganzen Galaxis übertragen und wecken Zweifel an unserer noblen Sache. Der Botschafter ist das Gesicht unseres Feindes in der Öffentlichkeit. Ihn zu beseitigen, wird die Kampfmoral und Effektivität der republikanischen Truppen steigern. Vielleicht kannst du ihn ja mitten in einer Übertragung erledigen. Wir können nur hoffen, dass wir solches Glück haben werden. Der SED ist bereits aktiv mit der Suche nach dem Botschafter beschäftigt. Aber er ist nicht leicht aufzuspüren. Sobald ich neue Informationen habe, werden Sie es zuerst erfahren. Wir waren erfolgreich. Der Botschafter ist gesichtet worden. Er bewohnt eine Suite im Sternstunden-Casino auf Nar Shaddaa. Wenn ich schnell handle, kann ich ihn erledigen, bevor er verlegt wird. Wird es keine Probleme bereiten, wenn wir auf Nar Shaddaa imperiales Personal angreifen? Nur, wenn ich auf frischer Tat ertappt werde. Und der Chaos-Trupp versagt nie. Für die Republik!
Es freut mich, Ihnen mitzuteilen, dass der Einsatz ein voller Erfolg war. Obwohl der Botschafter 15 bewaffnete Wachen in seiner Casino-Suite hatte, bin ich durch sie hindurchgestürmt, hab mir den lügenden Narren geschnappt und bin durchs Fenster gesprungen. Ist der Botschafter noch ganz? Natürlich. Da ich meinen Angriff perfekt abgepasst habe, sind der Botschafter und ich nach nur knapp 130 Metern freiem Fall auf einem vorbeifliegenden Agnord-Bergungsschiff gelandet. Nachdem ich mich beim Eigentümer des Schiffs entschuldigt hatte, habe ich meinen Gefangenen dem SID überstellt und der Tribut der Freiheit hallte durch die Galaxis. Hervorragende Arbeit, 4X. Da der Einfluss des Botschafters nun nicht mehr die Galaxis verunreinigt, gehe ich davon aus, dass sich die Moral der republikanischen Truppen heben wird. Jetzt habe ich nur noch das Problem, ein noch eindrucksvolleres Ziel zu finden. Ich mag 4X. Der bringt Stimmung rein. Mit seinem Pathos und dem ganzen Zeug, das ist so cool gemacht. Ich habe die Moralumfragen und die Kampfeffektivität seit dem Einsatz überprüft und ich habe gute Neuigkeiten. Im Zeitraum nach der Neutralisierung des Botschafters gehen die Werte innerhalb der Streitkräfte der Republik nach oben. Gut zu wissen, dass der Plan funktioniert. Allerdings habe ich Bedenken, dass zukünftige Missionen weniger effektiv sein werden, wenn unsere Ziele nicht noch beeindruckender werden. Die nächste Beute des Chaos-Trupps muss jemand Grausames sein. Eine gnadenlose Bedrohung für alles Gute und Anständige in der Galaxis. Wir dürfen uns nicht durch die Jagd auf einzelne Ziele ablenken lassen, 4X. Wir haben andere Pflichten. Natürlich. Ich werde nicht zulassen, dass meine Nachforschungen unseren weiteren Einsätzen im Wege stehen. Diesen Krieg werden wir im Handumdrehen gewinnen. Wären Sie wohl so freundlich, Ihr Wissen über Machtanwender mit mir zu teilen? Mir wurden nur rudimentäre Kenntnisse der Fähigkeiten von Jedi und Sith einprogrammiert. Was halten Sie von ihnen? Die Jedi sind verrückt. Noch verrückter als sie sind nur die Sith. Mir fiel auf, dass viele ihrer Überzeugungen unlogisch sind in Bezug auf die Verteidigung eines Staates. Ich frage nur, weil die Ansicht weit verbreitet ist, sogenannte gewöhnliche Soldaten könnten es im Kampf nicht mit Machtanwendern aufnehmen. Das ist natürlich völlig unbegründet, hält sich aber hartnäckig. Ich schlage vor, dass ich einen bedeutenden Sith Lord als Ziel wähle und ihn neutralisiere. Öffentlich. Diesen Ekelpaketen wollte ich schon immer zeigen, wo sie hingehören. Ich bin froh, dass Sie meine Begeisterung teilen. Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald ich ein geeignetes Ziel finde. Macht irgendwie Sinn, dass er nicht so der größte Fan von Jedi und Sith ist. Ich habe das perfekte Ziel für unseren nächsten Einsatz gefunden. Lord Kavos. Kavos ist ein brutaler Sith-Lord, der schon unzählige Tode zu verantworten hat. Also genau die Art gefährlicher Abschaum, für dessen Eliminierung wir besonders geeignet sind. Er klingt nach einer hervorragenden Wahl. Lord Kavos zerstörte ohne Hilfe einen Außenposten auf Brintal 4 und massakrierte das Personal. Er hat 2 Jedi-Ritter in einem Kampf getötet, gleichzeitig. Geheimdienstberichten zufolge steigt dieser Schlechter in den Augen der beutegierigen Massen des Imperiums zum Helden auf. Ihn zu neutralisieren wird unserer Sache sehr dienlich sein. Hast du eben gesagt, er hätte 2 Jedi-Ritter getötet? Aisho und Nil, 2 angesehene Jedi mit jahrelanger Kampferfahrung. Lord Kavos streckte sie nieder, ohne auch nur einen Kratzer davon zu tragen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich darauf freue, diese Bedrohung in Angriff zu nehmen. Ich werde sofort mit der Suche beginnen. Erfolg! Lord Kavos hat törichterweise seine Position preisgegeben. An alle, die in den Künsten des Todes geübt sind, wisset, dass Lord Kavos, der Herr des Kampfes, einen Stellvertreter sucht, der ihm dient. Ich suche eine würdige rechte Hand, die meine Befehle in der Galaxis durchführen wird und davon in großem Maße profitieren soll. Wer sich für geeignet hält, der möge an den Koordinaten erscheinen, die in dieser Nachricht enthalten sind. Und seid vorbereitet.
Kavos versucht nur, seine Feinde anzulocken. Da könnten Sie recht haben. Aber so sehr er auch planen mag, auf den Chaos-Trupp wird er nie gefasst sein. Die Koordinaten sind auf Tatooine. Ich empfehle, dass wir schnell handeln, bevor Kavos einen geeigneten Stellvertreter findet und weiterzieht. Für die Republik! Ich habe immer noch, ich spekuliere halt immer noch, ob das wirklich Cut-Content ist. Sie neutralisiert. Lord Kavos ist keine Bedrohung mehr für die unschuldigen Bürger dieser Galaxis. Wie erwartet hat sein übertriebenes Selbstvertrauen seine Niederlage so gut wie unabwendbar gemacht. Ich habe mich einfach unter den Abschaum gemischt, der seine Gunst gewinnen wollte, und dann bei der ersten Gelegenheit zugeschlagen. War es eine große Menge? Mich mitgerechnet, waren es 15 Anwärter auf die Gunst dieses Sith-Narren. Lord Kavos hat entschieden, dass ein Kampf auf Leben und Tod seinen Champion bestimmen sollte. Also jeder für sich. Sobald die Kämpfe ausbrachen, habe ich zugeschlagen. Ich habe angefangen, indem ich mir einen Nektoschläger gepackt habe, der immensen Spaß mit einem Flammenwerfer hatte. Mit genauester Präzision habe ich ihn auf Kavos geschleudert, dessen Probe sofort Feuer fing. Ich wünschte, ich hätte Kavos Gesichtsausdruck sehen können. Ich würde schätzen, dass er überrascht war. Obwohl Kavos perfekt abgelenkt war, war ich vorsichtig und habe ihn nicht direkt angegriffen. Stattdessen habe ich einen Mandalorianer mit einem Jetpack in der Nähe anvisiert. Sobald seine Geschwindigkeit und sein Flugvektor geeignet waren, habe ich das Feuer eröffnet und ihn so auf Kollisionskurs mit Kavos und dem Nektor geschickt. Die Explosion hat dann den Rest erledigt. Das klingt, als hättest du deinen Einsatz mit außergewöhnlicher Professionalität ausgeführt. Ich danke Ihnen sehr. Das war ein wichtiger Sieg. Unsere Kameraden werden sicher Mut fassen, wenn sie hören, dass ein Monster wie Kavos erledigt wurde. Ich werde sofort nach einem neuen Ziel suchen. Also hier haben sie es ja gut geredet, indem er dann immer diese Story so schön erzählt. Aber ich frage mich halt wirklich, ob das Cut-Content ist, ob es wirklich mal geplant war, dass diese ganzen Sachen mit den anderen Gefährten, so wie man halt auch mit Jorgen quasi hin und her gegangen ist, auch bei Elara oder so, dass man dann, weil es ja auch immer Planeten sind, die man eigentlich bereisen kann, wie Tatooine, Nash Hadar und so. Oder ob sie das dann einfach so gegen Ende der Entwicklung weggecuttet haben und nur gesagt haben, der Hauptgefährte, also der erste Gefährte, kriegt dieses Bonus-Mission, bei den anderen haben wir keine Zeit mehr dazu. Oder ich weiß es nicht. Würde mich echt mal interessieren. Ich habe ausgezeichnete Neuigkeiten. Durch die harten Missionen des Chaos-Trupps ist mein Energiekern ausgiebig zum Einsatz gekommen. Seine Fähigkeiten sind dadurch weiter gestiegen. Ich verfüge jetzt über viel größere Energiereserven und werde der Republik bedeutend verbesserte Dienste leisten können. Hast du damit die Höchstleistung des Energiekerns erreicht? Leider noch nicht, aber das werde ich. Wenn ich eine Bitte an Sie richten dürfte, lassen Sie uns so bald wie möglich in den Kampf ziehen. Ich kann es kaum erwarten, meine neuen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ich habe mich gefragt, welche Meinung Sie zu imperialen Superwaffen vertreten. Geräte, die ganze Flotten oder Welten mit einem Schlag vernichten können. Ich finde derartige Geräte faszinierend. Die Motivation dafür gefällt mir nicht, aber mich interessiert die Wissenschaft, die dahinter steckt. Mir geht es genauso. Es sind unglaubliche Geräte, die von denen, die keine moralischen Grundsätze haben, auf schändliche Weise eingesetzt werden. In Anbetracht der Möglichkeiten dieser Waffen habe ich Nachforschungen über imperiale Waffenentwickler angestellt, um ein würdiges Ziel für den Chaos-Trupp zu finden. Ein Name sticht besonders hervor. Colonel Rebus, der Leiter eines der größten imperialen Waffenforschungsprogramme. Was hast du über ihn in Erfahrung gebracht, 4X? Ich habe keine persönlichen Daten zu Colonel Rebus gefunden. Nicht einmal eine Beschreibung seines Äußeren. Doch in den vergangenen 2 Wochen ist die Häufigkeit, mit der auf imperialen Com-Kanälen sein Name erwähnt wurde, um 15,2% gestiegen. Das deutet darauf hin, dass bald ein Projekt fertiggestellt wird. Du könntest Rebus und seine neue Erfindung gleichzeitig eliminieren. Das hoffe ich auch. Es wäre ein wahrhaft großartiger Sieg für die Republik. Die Position von Colonel Rebus Forschungslaboratorium
ist eines der am besten gehüteten Geheimnisse des Imperiums. Zurzeit sind keine Informationen darüber verfügbar. Sobald ich mehr erfahre, werde ich Ihnen Bescheid sagen. Ich habe etwas über Waffenprojekte erfahren, an denen Colonel Rebus beteiligt war. Möchten Sie davon hören? Was hat Colonel Rebus denn so getrieben? Vor kurzem hatte Colonel Rebus mit der Faust-Superwaffe zu tun, die wir so gekonnt zerstört haben. In den vergangenen 18 Jahren war er an vielen weiteren Projekten beteiligt. An der Giftmatrix, dem Galactophagus, den Unterdrücker-Droiden, sogar am Plasmaquell. Angeblich hat er sogar ein Gerät entwickelt, das Hyperraumrouten dauerhaft sperren konnte. Aber das Projekt wurde wegen Energieproblemen eingestellt. Klingt, als wäre Rebus ein erfahrener Massenmörder. Es ist unwahrscheinlich, dass irgendjemand in der Galaxis mehr Erfahrung auf diesem Gebiet besitzt als Rebus. Wenn die Testphase seines neuen Projekts beginnt, steigen unsere Chancen, Rebus zu finden. Ich werde Ihnen Bericht erstatten, sobald ich mehr weiß. Unsere Gelegenheit ist da. Laut Geheimdienstberichten steht Colonel Rebus kurz davor, sein neuestes Projekt zu testen. Es wurde ein geheimes Testgelände auf Hoth eingerichtet. Dort wird es strenge Sicherheitsmaßnahmen geben, aber nichts im Vergleich mit den Vorkehrungen, die sonst für Rebus getroffen werden. Wie viel Zeit haben wir, um etwas zu unternehmen? Uns ist nicht bekannt, wie lange die Testphase dauern soll. Ich denke, es wäre das Beste, so schnell wie möglich einzuschreiten. Die Waffenprogramme des Imperiums erleiden einen schweren Schlag, wenn Colonel Rebus neutralisiert wird. Nicht einmal ich kann berechnen, wie viele Leben dieser Einsatz retten wird. Wir rauben unseren Feinden ihre schrecklichsten Waffen und damit den Sieg und garantieren den Generationen, die noch kommen, die Freiheit. Es war eine Falle. Colonel Rebus ist sogar noch verschlagener, als ich erwartet hatte. Du meinst, es war ein abgekartetes Spiel? Alle Hinweise und Tipps, die mich zu Rebus geführt haben, waren konstruiert. Es war eine List, um meinen Energiekern zu stehlen. Sobald ich das letzte der imperialen Sicherheitsteams besiegt hatte und Rebus gegenübergetreten war, hat er ein Gerät aktiviert, das meine primäre Energiesteuerung überladen hat. Ich war gelähmt. Wie konnte Rebus deinen Energiekern neutralisieren, wenn er ihn noch nie gesehen hatte? Das weiß ich nicht genau. Vielleicht wurde irgendetwas während meiner Zeit als unfreiwilliger Komplize der Chaos-Truppverräter dokumentiert. Als Rebus und seine letzten paar Wachen sich näherten, fiel mir auf, dass ich noch Kontrolle über einige wenige sekundäre Subsysteme hatte. Indem ich diese Systeme manipulierte, konnte ich eine vollständige Notabschaltung und eine rückwärtige Servoabriegelung auslösen, was mich gewaltsam nach vorn schleuderte, gerade als Rebus mir gegenübertrat. Du konntest wirklich entkommen, weil du auf dem Kerl zusammengebrochen bist? Es war ein verzweifeltes Unterfangen, aber es war erfolgreich. Stories sind wirklich gut. Wie ich gehofft hatte, hat das Abschalten meines Energiekerns Rebus Gerät ebenfalls ausgeschaltet. Alle Systeme waren innerhalb von 96 Sekunden wiederhergestellt. Rebus überlebende Wachen versuchten immer noch, mich von ihm herunterzuheben. Also habe ich sie erledigt und den Colonel zurück zum Stützpunkt getragen. Einsatz abgeschlossen. Hat Rebus Verletzungen davongetragen, als du auf ihn draufgefallen bist? Ja, aber glücklicherweise ist die medizinische Technologie der Republik die beste der ganzen Galaxis. Mir wurde versichert, dass er eine Chance habe, widersprechen und laufen zu können. Die ganze Galaxis ist ein sichererer Ort, jetzt, da sich Rebus im Gewahrsam befindet. Es wird eine Weile dauern, ehe ich ein noch eindrucksvolleres Ziel ausfindig machen kann. Sobald ich erfolgreich war, erfahren Sie es zuerst. Der hört ja gar nicht mehr auf mit seinen Zielen, das gibt's ja gar nicht. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie stolz ich auf die Leistungen des Chaos-Trupps bin. Danke. Alle messbaren Statistiken zufolge haben unsere Taten sich deutlich auf den Erfolg der Republik
im Krieg gegen das Imperium ausgewirkt. Sie sind ein unvergleichlicher Anführer und ein einzigartiger Krieger. Solange ich funktioniere, werde ich stolz an Ihrer Seite dienen. Es wird mir immer ein Vergnügen sein, mit dir Imperiale auszuschalten. Mir ebenso. Schon bald wird die Republik über die verkohlten Überreste des Imperiums zum Sieg marschieren und der Chaostrupp wird sie anführen. Ah, okay, also er sagt nur, er hat noch ein weiliges Ziel, weil ich habe mich schon gewundert, das muss er ja irgendwann mal ändern, weil das müsste ja einer der kürzeren sein dann schon. Willkommen. Gefährtenquests, deswegen. Falls Sie das Aroma von alderanischen Nektar riechen, liegen Sie richtig. So, dann wollen wir mit Tanovik weitermachen, ne? Das ist fast so schön, um wahr zu sein. Ich bekomme moderne Ausrüstung, Freiflüge und so viel Sprengstoff, wie ich nur haben will. Ich glaube, hier kann ich es aushalten, Boss. Bedeutet das, dass ihr hin und wieder auch Befehle befolgen könnt? Es sind schon seltsamere Dinge passiert. Vertraut mir. Macht ihr mich glücklich, mach ich euch glücklich. Und jetzt sollten wir diese schicken Sachen irgendwo einsetzen. So, Boss. Zeit, übers Geschäftliche zu reden. Ich habe gerade eine Menge Credits aus einem Waffenhandel auf Balmorra bekommen. Noch ein Waffenhandel auf Balmorra. Das ist euer Anteil. Wie viele krumme Dinger habt ihr denn da laufen, Vic? Das sind keine krummen Dinger, sondern gute Gelegenheiten. Und nicht nur für mich. Ihr seid der neue Boss. Also bekommt ihr auf jeden Fall einen Anteil. Ganz ehrlich, Boss. Als ich mich zum Militärdienst gemeldet habe, hätte ich mir nie träumen lassen, mal da zu landen, wo ich jetzt bin. Wenn man auf Nashadar aufwächst, ist der einzige Grund, der Armee beizutreten, das kostenlose Flugticket. Vergesst die kostenlosen Waffen nicht. Die kostenlose Rüstung, das kostenlose Essen. Wohl wahr. Man macht ein gutes Geschäft, wenn man nichts hat. Vor der Armee habe ich mich immer in der Bande rumgetrieben, die den lockersten Boss und den meisten Sprengstoff hatte. Ich hatte eine lange Feindesliste. Selbst Straßenschläger nehmen es übel, wenn man ihre Kumpel hochjagt. Der Armee beizutreten ist ein interessanter Fluchtplan. Es lief alles wie am Schnürchen. Ich lebe noch, im Gegensatz zu vielen von den anderen Mistkerlen. Der Armee beizutreten war die beste Idee, die ich jemals hatte. Ich hatte hier weitaus mehr Spaß als bei irgendeiner Bande. Meistens jedenfalls. Was mögt ihr denn nicht? Die vielen Regeln. Und man kann nicht einfach die Leute umhauen, die einem was vorschreiben wollen. Man muss mitspielen. Oder schlau sein. Genug in Erinnerung geschwelgt. Wollen wir Abschaum jagen gehen? Hey, kommt her. Das wird unterhaltsam. Erinnert ihr euch an die Credits, die ich aus diesem alten Waffenverkauf bekommen hatte? Die kamen von meinem zweiten Käufer. Der erste Kerl hat nicht so viel geboten, wie ich wollte. Also habe ich ihn übergangen. Der Trottel ist völlig aufgebracht, dass ich sie an jemand anderen verkauft habe. Er versucht, mir Angst einzujagen. Und wie kann ich euch dabei helfen? Spielt einfach mit. Der Typ heißt der Rote Magaran. Ist ein kleiner Waffenschieber, hält sich aber für eine richtig große der Nummer. Der Rote Magaran. Schöner Name. Wie geht's, Magaran? Meine Waffen, Vic. Wo sind sie? Tja, ich hab mit meinem neuen Boss geredet. Dem Kommandanten vom Chaostrupp. Und wir haben beschlossen, sie jemand anderem zu verkaufen. Wenn das der Kommandant des Chaostrupps ist, bin ich der König von Alderaan. Ich will diese Waffen, Vic. Ich versichere euch, ich bin der Kommandant des Chaostrupps. Hoffentlich zahlt Vic euch auch genug dafür, dass er mir auf die Nerven geht. Wer ein Geschäft mit mir platzen lässt, muss mit Konsequenzen rechnen, Vic. Wir sehen uns. Oh oh, Konsequenzen. Hoffentlich kann ich heute Nacht schlafen.
So jemanden zu provozieren, kann nur Probleme bringen. Der ist nicht annähernd so ein harter Brocken, wie er gerne wäre. Na los, suchen wir uns eine andere Beschäftigung. Es stellt sich also heraus, dass der rote Magara nicht nur ein Idiot ist, der wegen des geplatzten Waffenhandels sauer auf mich ist. Er ist auch ein Idiot mit jeder Menge Kopfgeldjägern in der Hinterhand. Er hat einen Preis auf meinen Kopf ausgesetzt. Ich muss mich darum kümmern. Wie genau wollt ihr euch der Sache annehmen? Ein paar Kilo Baradium sollten ausreichen. Magarans Büro ist auf Nashadar. Ich kenne da immer noch ein paar Leute, die mich nicht tot sehen wollen. Also sollte es nicht lange dauern. Sobald Magaran erledigt ist, können wir weiter. Ich könnte euch den Rücken decken, wenn ihr wollt. Nicht nötig. Ich habe sowas schon öfter gemacht. Allein geht es schneller. Trotzdem, danke. Bin bald wieder da. Hey, Boss. Alles ist geregelt. Kein Preisgeld mehr auf meinem Kopf. Oder zumindest bezahlt es keiner mehr. Wie genau habt ihr alles ins Reine gebracht? Wir haben uns umarmt und unseren Streit beigelegt. Was glaubt ihr denn, dass ich getan habe? Ihn in die Luft gesprengt. Ich habe beim Durchsuchen des Wracks ein paar von Magarans Daten gefunden. Ich dachte mir, die könnten nützlich sein. Ich sag Bescheid, wenn ich auf etwas Interessantes stoße. Ich habe mir die Kundendaten aus Magarans Büro angesehen. Der Kerl wusste wirklich nicht, wie man Geschäfte macht. Beim Waffenhandel lautet das Motto immer, erst die Credits, dann die Ware. Ratenzahlung akzeptiert man nur bei Kunden, die man sich schnappen kann, wenn sie nicht zahlen. Magaran hatte überall in der Galaxis Schuldner. Und was für eine Überraschung. Die meisten von ihnen haben ihre Rechnungen nie bezahlt. Amateur. Habt ihr einen Grund, mir das alles zu erzählen? Daraus lassen sich Credits machen. Ein paar Leute haben Magaran etwas geschuldet. Ich habe ihn erledigt, also gehören seine Ansprüche jetzt mir. Uns. Jeder, der ihm etwas schuldig war, schuldet es jetzt mir. Ich werde mir die Listen ansehen, die größeren Schulden eintreiben und euch einen vernünftigen Anteil geben. Wie hört sich das an? Glaubt ihr wirklich, dass die Leute zahlen werden? Ich glaube, mit unseren Überredungskünsten bringen wir jeden zum Zahlen. Ich muss schon sagen, Boss, ich bin beeindruckt. Ich war nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, zur Armee zurückzukehren, aber alles läuft großartig. Größtenteils dank euch. Ich hatte nur Glück, dass ich ein so gutes Team habe. Eine gute Crew braucht einen guten Anführer, Boss. Ich habe in all den Jahren mit einer Menge Leute zusammengearbeitet. Dumme, gierige Leute, die ich so schnell es ging wieder verlassen habe. Aber ihr seid zur Abwechslung mal durchaus fähig. Ich konnte sogar ein, zwei Tricks von euch lernen. Ich arbeite gern mit euch zusammen, Vic. Kein Wunder. Das Team wäre ohne mich ja auch nur halb so lustig. Na los, kümmern wir uns wieder um diesen Krieg, von dem ich ständig höre. Ich habe unseren ersten Kunden gefunden, Boss. Ein alderanischer Adliger namens Albrecht. Er schuldet Magaran eine schöne Stange Geld. Sobald ich die letzten Details habe, gehört alles uns. Enthielten Magarans Dateien nicht alle nötigen Informationen? Wir müssen auf Nummer sicher gehen. Bei dem Chaos auf Alderaan sollten wir erstmal die Lage auskundschaften. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache, Boss. Ich glaube, das könnte der beste Plan sein, bei dem ich je mitgemacht habe. Solange wir deswegen nicht aus der Armee fliegen, wird uns das ordentlich Profit bringen. Ich sorge dafür, dass uns niemand auf die Schliche kommt. Genau darum seid ihr der Beste. Ich sage euch Bescheid, wenn alles vorbereitet ist. Dann werde ich dem edlen Lord Albrecht mal einen Besuch abstatten. Alles bereit, Boss. Ich kenne Lord Albrechts Aufenthaltsort auf Alderaan und habe alle Dateien, die seine Schulden belegen.
Ich muss nur reingehen, die Kundendaten vorzeigen, einen auf hart machen und wir sind beide etwas reicher. Der Kerl muss eine Menge Waffen von Makaran bekommen haben. Ansonsten würde er ihm nicht so viel schulden. Ja, der verrückte Alte hat genug Blaster gekauft, um ein ganzes Bataillon auszurüsten. Ich glaube aber nicht, dass er selbst einen hochheben kann. Der alte Kerl ist an die 70. Was soll schon schiefgehen? Man sieht sich, wenn ich die Credits habe. Das war so lächerlich. Offenbar gab es zwei Lord Albrechts. Ein Vater-Sohn-Gespann. Oder vielmehr ein verrückter, Tatterkreis, mieser, kleiner Mistkerl-Gespann. Keiner der beiden hatte auch nur einen einzigen Credit. Und beide hatten versprochen, die Waffen gleichzeitig an drei verschiedene Käufer zu verkaufen. Die Typen haben es euch nicht leicht gemacht, was? Das könnt ihr laut sagen. Wenn ich so hart für mein Geld hätte arbeiten wollen, hätte ich mir einen echten Job besorgt. Es hat etwas gedauert. Aber ich habe die beiden Trottel in einen Raum mit ihren Käufern bekommen. Dann habe ich ein paar Granaten reingeworfen. Die meisten Credits der Käufer waren noch heil. Also war es ein Sieg. Solche Aktionen erregen Aufmerksamkeit, Vic. Ich habe keine Modelle der Republik benutzt. Ich bin ja kein Amateur. Jeder wird denken, da wäre mal wieder ein Waffenhandel daneben gegangen. Passiert ständig. Hoffen wir, dass der nächste Coup nicht so anstrengend ist. Dieser Stress könnte meinem guten Aussehen schaden. In Ordnung, Boss. Ihr habt mich am Haken. Wenn wir weiter so zusammenarbeiten, ist das eine reine Goldmine. Falls ihr euch vorstellen könnt, da was Langfristiges draus zu machen, wäre ich dabei. Wenn ihr weiter gute Wege findet, Credits zu verdienen, arbeite ich auch weiter mit euch zusammen. Das war schon immer eins meiner Talente. Es gibt in der ganzen Galaxis niemanden, der es mit uns beiden aufnehmen kann, Boss. Gehen wir Credits verdienen. Gut, haben wir eine langjährige Geschäftsbeziehung mit Tanovic begonnen. Auch nicht schlecht. Passt aber zu seinem Charakter. Klar, das sehe ich auch so. Ihr seid hier nicht bei den Gant, Yun. Ihr könnt euch nennen, wie ihr wollt. Die paar Minuten habe ich sicher übrig. Wie arbeitet denn so ein Finder? Ist es nicht hart, so weit weg von zu Hause zu sein? War bestimmt nicht lustig, der einzige Gant weit und breit zu sein. Und
Hemsworth in Damantale Loire ist, wenn er dann gab's dann tut. Wussten denn die Werber der Armee, was sie mit euch anfangen sollten? Sagt mir einfach, was zu tun ist. Kann ich euch dabei irgendwie helfen? Ich hoffe, ihr findet, wonach ihr sucht. Das ist bestimmt ein schönes Gefühl. Ihr seid auch ein guter Freund, Jun. Wenn auch ein bisschen merkwürdig. Okay. Ja, wie erwartungsgemäß immer, der letzte Gefährte ist auch der kürzeste an Story. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Folge. Haben wir ja eigentlich gut geschafft. Die ist jetzt ein bisschen länger geworden als die mit Jorgen, aber hat sich gelohnt, das in zwei Folgen zu splitten, weil sonst wären wir hier 2 Stunden in einer Folge gehangen. Also vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche bei der Stronghold Show und dann Anfang Juni beim Agenten wieder. Bis dahin, haut auf jeden Fall rein, macht's gut und ciao.